Mann, der ist schon kleines. Ja, in den Frühdienst. So, Station 1 Kita, bitte aussteigen. Mal noch nach unten in die Vorschule. Viel Spaß. Tschüss. Mama, tschüss. Papa, tschüss. Jetzt fahren wir nach Hause und dann fahre ich arbeiten. Nein, was um 12 ist. Ich werde noch was essen zu mir. Ich soll nur Brot besorgen. Was sagt er jetzt? Naja, dass es sehr unterschiedlich ist mit dem Ermüdungsbruch, wie lange der braucht, bis er heilt. Aber ich meinte, dass mir das ja dann wieder wehgetan hat, ob das denn sein kann oder ob das nicht schon längst gut sein müsste. Ich meine, 3 Monate sind sehr wenig. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja unglaublich, ey. Ich krieg hier noch vernünftige Aufnahme mehr hin. Glaubst du nicht? Naja, manchmal ist das so. Denn es gibt einfach nichts weiter zu tun, außer Plattenreifen und total brüß. Sollen wir aber nicht machen, sollen wir nur einen Plattenreifen machen, Mensch doch. Und das bei Schläuchen, die so aussehen. Und bei Menschen, die so aussehen. Furchtbar. Bremsbeläge. Noch ein platter Reifen. Und jetzt einmal zentrieren. Und zwar das hier. Nee, nee. Total verbogen. So, was ich jetzt nämlich sagen wollte, ist, guck mal nach vorne. Ach, nee, ja. Nö, keine Arbeit. Wie keine Arbeit? Keine Arbeit. Ist keine Arbeit, Spaß ist das. Walle? Ein Rad für dich und eins für mich zum Testen. Decathlon Billo-Räder. Die billigsten Räder, die Decathlon zu bieten hat. Andi sollte das doch machen. Nein, du. Wer sollte das machen? Andi hat er doch vorher gehabt. Der kriegt doch Geld dafür. Ne? Ja, Andi kriegt dann eins zum Fahren. Wieso kriegt der Geld dafür? Von der Andi. Oh. Einmal Rinn gebrochen.
Kannst du gleich wieder wegschicken. Also dick. 130. 130 Euro. Alter Schwede. Ein Komplettrad. Mit, ach, mein vor allem Gott, mit vier Kartons. Der bestellt noch was, ja? Also ich dachte, ich bestelle hier was, ne? Aber er übertreibt natürlich immer Spaß. Naja. Also ich muss dafür nur 50 Euro. Komm, hör auf, Alter, da hebst du ja Tüten. Wo ist das Messer? Heb doch mal raus. Oder sollen wir zu zweit? Ja! Das ist so schwer. Oh. So. Ah. Ein hochwertiger Sattel ist auch dabei. Ich will gleich wieder zurückschicken in den Sattel. Wichtig für mich ist, dass die Aufkleber abziehbar sind. Ja, man kann tarnen. Also als erstes mal die Aufkleber ab. Ey, du darfst nicht auf YouTube... Aufkleber müssen ab. Immer das festgeschweißt, dachte ich schon. Nee, ist noch. Ja, festgeschweißt. Keine Ahnung. Also nicht einstellen. Alles unikat. So, das wird jetzt in hochwertigster Manier und Qualität aufgebaut. Von unserem Fachmann. Fachmann? Fachtechniker. Hier, damit du auch weißt, wie es funktioniert, hast du all meine Hinweise. Bitte mal between abbauen. So, das sind die Pedalen. Wo die Verpackung schon... Okay, jetzt sind ja eigentlich im Grunde genommen, da muss man sagen, benutzt ja jeder Hersteller den gleichen Rotz bei den Billigrädern. Jetzt sind irgendwie so 3,50 Euro Pedalen. Dokumentiert, kannst du mal? Guck mal, Bernd hat's richtig griffig. Boah, brutal. Kann man mit Downhill fahren. Kannst du mit leben? Kann man mit bergab fahren. Kannst du mit sterben auch. Hast du den Geburtstag der Tommy? Du musst das alles mit dem Werkzeug auch aufbauen, Valentin. Valentin heiß ich gar nicht. Walle. Manche Strecke. Geil, diese. Walle, manche Strecke. Bitte alle raus. So geil, oder? Ey, was für IKEA-Schlüssel. Ich dachte, IKEA hat das Monopol auf die Dinger. Aber Decathlon auch. Guck mal, die sind einfach nur eckig gepresst worden, denn. Na geil, na Logo. Sie sind voll eckig gedrückt, ey, vor dem Schraubstock irgendwie. Was brauchst du denn? Vierer, ein Fünfer, mach mal. Spuren, ja, ja. Genau, deswegen meine ich. So, also, du weißt auch, wie hart die sind, beziehungsweise wie weich. Na, dreimal Schrauben und das war's. Dreimal links, dreimal rechts. Ich frage auch mal, hat auf jeden Fall ein besseres Fahrrad, dass du nicht mal das 2 Euro. Wie geil, ey. Geniales Werkzeug hier. Und normale Vollkammerbremsen, ey. Vollkammer. Folsäure. Ich glaube, ich nehme das mal lieber nicht so schnell in die Hand. Das ist mir zu giftig. Also, vielleicht gibt es jetzt nur Riverside 100. Das ist das Modell Riverside 100. Das ist geklaut. Müsste eigentlich zur Riverside Lodge, weil wenn die ja noch seinen Laden Riverside haben. Riverside ist eine geile Band. Riverside ist auch eine geile Band, sagt er. Kenn ich nicht. Und was man hier an Zubehör bekommt, ist ja fast viel Mehrwert. Diese ganzen Rohre. Ja, klar, da kannst du mal in deiner Wohnung mal irgendwie Heizungsrohre verkleiden. Ein bisschen hier ab. Und hier, Riverside 100 muss jetzt leider auch runter. Das finde ich aber geil. Ich finde das so geil. Man kann die echt leicht abziehen. Und hier, between auch? Ja, oh, Vorsicht. Also jetzt China-Reispfanne, ja? Er hat schon die Schnauze voll, der haut schon ab. Ey. Komm, wir kleben das aber hier, weil Riverside 100 gehört einfach jetzt mit dazu zum Laden. Na klar. Yeah. Sieht man nicht? Ja. Was läuft denn? B-Twin, mein bester Freund. Nächstes Mal sponsert ihr uns bitte, ja, damit ich nicht noch 130 Euro für sowas ausgeben muss. Kann ja wohl nicht wahr sein. Habe ich nicht genug Abonnenten jetzt, dass man mich langsam mal sponsern kann? Glaubst du nicht, dass gerade irgendeiner zuguckt, oder? Wie irgendeiner? Doch, jetzt sehen so 500 Leute sehen es am Ende. Circa pro Video. Also aber nicht direkt. Nee, na weit ist ja nicht live. Das ist nicht live. Nein, ich mache Aufzeichnungen. Dann schneide ich alles raus. Ich schneide nur raus, was ich brauche natürlich. Nee, aber hast du nicht oben Livestream stehen? Ja, da willst du mir viele Fragen stellen. Ach so, okay. Ja. Ist doch fast mit einem russischen Buchstaben, okay. Oder was? Between. Das ist doch viel, das ist doch ein Russe. Tische weg. Na klar. Nur klar, was steht denn hier drauf? Steht hier drauf, wie teuer das war? Also wie gesagt, meines Erachtens war das nicht mehr als 130 Euro. Fast 130 Euro heißen irgendwie. Ja. Wo steht denn drauf? Bist du keine Rechnung dabei, sein eigentlich? Na, die ist bestimmt irgendwo am... Am Karton, ne? Oder hier? Aber die Dinger, Alter, ist das billig. Wahnsinn, ey. Schaut mal die Bremse an. Ich meine, jeder kennt sie, die hatten wir alle schon mal irgendwo in der Hand gehabt oder irgendwo gesehen. Bloß kein Mensch will dieses geprägte Blech. Brillo. Brillo-Blo. Brillo-Blech.
Und ist am liebsten gleich wieder verschrocken. Nee. Halt ah, nein, wir müssen es fahren, ey. Kostet 130 oder 139 Euro, sagen wir mal 139 Euro. Wieso, na klar. Erzählst du das und dann verkaufst du das, ne? Am Ende wird es verkauft als Original von Fahrradsalon getestete Testrad für als Unikat 500 aufwärts. Und, soll ich mal kurz... Nee. Und, pass auf, jetzt kommt es. Und alles wird gespendet an einen guten Zweck, nämlich an meine Familie. Ist das nicht toll? Das ist nicht super. Du hast also quasi ein Kinderdorf. Kinderdorf. Oh, der muss Kinder. Ich hab ein Kinderdorf. Der geht doch Pumpen und so. Pumpernickel. Ich hab keine Muskeln. Das ist alle Knochen. Komm alle vorbei und helfen ihm. Wirklich, was soll ich denn sagen? Du wolltest hochgehen. Nee, eigentlich wolltest du eine China fahren holen. Ja, soll ich das tatsächlich machen. Soll ich kann schon die Sicht von den Menschen nicht leiden. Hi! Oh. Die Sicht von welchen Menschen? Von diesen. Das ist sehr ordentlich von dir. Von dieser. Hier? Gehen Sie mal da drin. Verkaufsidee, die da haben mit diesen. Sehen wir das Bier hier? Na, den Bier. Hier wegen den Vogeln da oben. Mein Schreibtisch ist jetzt ordentlich und da packe ich dann später die Nähmaschine hinten rein, weil die da auch aufgeräumt ist. Die guck nach vorne. Gut. Hast du super gemacht, Anu. Schreibtisch aufgeräumt. Schön. Braucht ihr noch einen Schreibtisch? Geil. Das ist einfach so. Wo soll der? Da heult es dir. Wo soll der hin? Ach, Scheiße. Hast du? Gibst du? Was? Noch ein Bierchen? Ich hab hier ein Becher drin. Bis gleich. An meinem Becher. Von meinem Gäbelchen. Ah! Oh! Ach Mensch, das können wir ja gar nicht in Ruhe essen. Mein Becherchen. Ich hab ja gleich Werbung gemacht. Da ist jemand im Rocky. Ein ganz großer. Mit einem Gitarre? Der verkauft es oder will es tauschen, aber ist nett und schaut mal vorbei. Aber er ist nett? Aber er ist ein ganz großer Junge. Deine Größe, Rahmengröße. Ne? Klar, aber weniger Gewicht. Wichtiger als Nabelschnur für mich ist nur Gewicht. Ja. Das Eisen ist eine Kur für mich. So. Immer noch nicht zusammengebaut, ey. Mann, mit euch. Ne, der war ja auch erstmal Essen holen, der gute Mann. Ey. Unser Fachmechaniker sieht war heute. Aus wie Döner. Das ist jetzt doch die China-Pfanne für 5 Euro das Stück. Ja, das schaffst du ja nicht. Das ist doch noch die. Ja, 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 ich ja, die Wahl. So, ey, immer alle drauf. Immer alle drauf. Natürlich. Manchmal wisst ihr Bescheid. Ja, deswegen. Ja. Fast schon Kindergartenniveau, würde ich fast behaupten. Ja, aber. Ey, bewusst natürlich, ja. Kindergartenniveau, aber erhobenes Niveau. Ja, das kannst du hier nicht ertragen. Schön, ey. Da ist mit dem Schraubenzieher eigentlich passiert. Auf dem Ofen gelegt. Wo hast du da sowas? Ich weiß. Hat eine Kette aufgebraten? Familie Bratbäcker. Ich kann natürlich wenigstens braten. Hast du einen 12er? Das hab ich doch nicht. Was soll das hier in Köln, du Schwätzer? Ey, was soll denn das? Mach das ordentlich. Dummschwätzer. Kriegst gleich ein Halteverbot hier. Halteverbot. Aber irgendwie macht die einen echt guten Eindruck, die Bremsbacken da, die Brems. Bisschen nach. Gut, genau. Ja, eben auch. Ciao, ciao. Welche Jahre bist du? 75. Ich bin der älteste im Raum. Der Tiger, du bist der Tiger. 75. Jahr des Tigers. Sicher? Eine kurze Sache! Die klingt wie eine aus der YouTube-Serie. Die rausgefahren heißt die. Rausgefahren? Ja, die machen so einen Roadtrip und machen voll Werbung für die und die lassen sich immer sponsern von irgendwelchen Seiten und. Du hast alles auseinandergebaut. VPN Nord oder irgendwie so und nein, dann kommen die ganzen Kommentare dazu und. Meine Frau hat alles schon auseinandergebaut. Ja. Das ist ja selbst meine ist die Frau halt. Das ist dann logisch. Deine Lieblingsfrau, dann geh mal schnell nach vorne. Ja, mach mal du weiter hier. Komm da nicht rein. So, sobald es dir um Frauen geht. Ich schick mal den Mann von der Frauenabteilung.
Alter, steht ja noch da. Was ist denn da los? Ja, nee, du wolltest doch dich um die Frau kümmern. Nee, wie müssen wir jetzt so kümmern? Jetzt, will ich jetzt rausgeschmissen hier aus der Männersrunde? Zone, vor allem nicht Zone, sondern. Unterhalte dich doch einfach mal mit ihr ein bisschen. Ja. Kann ja, Frauenscheu, also. Ist auch unmöglich. Ja. Ich hab's eigentlich einfach so stehen lassen. Alles gut, solange das irgendwie. Alles gut, solange du wild bist. Warum rollt das jetzt einfach nur? Warum greift das mal? Nee, der muss aufgetaucht werden. Ja, das also ich. Jetzt frag ich mich nämlich gerade. Genau, und das habe ich ja gewünscht. Wie viel zählt nach der 16? Hat er vielleicht noch verkauft? Was hast du? Hast du Key? Jetzt lass mich doch mal. Ich hab jetzt mal geölt. Vielleicht kommt er ja. Hast du mal Feuer? Feuer? Gib mal den Brenner. Wo ist er denn jetzt hier? Der Brenner? Was? Ja. Ja, ich mach ihn an. Mach mal an. Eine Sekunde. Wir müssen gerade mal dein Ding entzünden. Jetzt geht's ab. Hey, jetzt geht's ab. Wir feiern. Die ganze Nacht. Da. Oh, heiß! Handschuhe! Handtuch! Dann kann der weitermachen jetzt hier. Nee, ja, machen wir weiter. Kannst dich ruhig hertrauen, ist alles schön. Ja, wir brennen nur hier. Guck dir die Bilder an. Da ist er. Oh, da ist er. Herzlich willkommen zurück im Leben. Welcome back. Und ich brauche einen Schraubenzieher. So, gib mal nochmal die 40 bitte. Sofort. Oh. Oh, lache. Ich lache mal klassisch selber angespritzt. Ich lache einfach mal herrlich. Einfach mal selber angespritzt. Einfach mal zudrücken. Boah, ist das heiß. Meine Herren. Ja, das wird schnell heiß. Ja, wird doch langsam wieder kalt. Einfach mal zudrücken. Jetzt kommt der Preis. 30 Euro. Aber sonst kann ich mir, was der Preis von diesem Ding? Oder neu kaufen, also. Neu, billig. Neu, billig oder gut alt restaurieren. Aber es steht schon China drauf. Also, ey, was ist dann? Ich habe da so kurz geguckt, was so ein Ding kostet. Das kann dann irgendwie für, keine Ahnung, 29 Euro. Euro ist es. Habe ich so gedacht. Ja. Genau, so viel kostet aber auch schon alleine, wenn man das jetzt hier reanimiert. Versuchen zu reanimieren. Wenn es nicht geht, naja, dann. Kaufst du halt ein neues. Wenn es jetzt gar nicht mehr funktioniert, ne, dann hast du halt. Na, ich weiß ja schon mal. Aber dann muss ich. Ihr könnt das nicht bestellen, das heißt wahrscheinlich, oder? Wir müssen. Achso. Weil nee, ich muss das kaufen, aber ich muss das trotzdem nochmal vorbeischauen. Bestellen können wir nicht drauf. Ich kann das halt nicht. Ich müsste nochmal dieses Tool kaufen, das ist irgendwie so los. Bestellen können wir das natürlich auch. Das ist ja, ansonsten bestelle ich das und komme nochmal mit dem Tool. Brauchst du noch nicht. Nee, komm ich nur. Brauchst du nicht mehr, einfach raufziehen. Einfach nur raufdrehen, das ist ja einfach. Das ist ja. Ah ja, weil jetzt ist es ja schon offen, stimmt. Genau. Okay, nee. Ja, und danach musst du halt gleich wieder vernünftig fetten. Das Problem ist, du musst es fetten. Naja. Drin sind so viele Kugeln und die brauchen Fett. Die brauchen nicht nur Öl, die brauchen Fett. Nee, kriegst du nicht. Du musst es aufmachen dafür. Und wenn du es aufmachst. Achso, dann brauchst du diesen Schlüssel. Aber lohnt sich das jetzt, das wirklich? Eigentlich lohnt sich nicht, weil heutzutage, wie gesagt, sind die Dinger ja so billig. Also Arbeitszeit ist immer teurer als das Teil selber. Ja, deswegen. Aber also bevor wir 5 Stunden hier auf mein Ding umschrauben, vielleicht kaufe ich mir einfach einen neuen. Ja. Es ist immerhin gefräst mit einer Drehmaschine, das sieht man an den Rillen. Das ist auch nicht so interessant. Ja. Aber ich weiß jetzt schon alles. Das ich Einzige, was ich immer noch nicht habe, ist ein funktionierendes Rad. Aber wir nähern uns da auf jeden Fall. Genau, wir nähern uns. Kunde ist König. Also ich habe es hier schon mal abgezogen, immerhin. Das Rad hast du genau, es ist jetzt stehen. Abgezogen. Das da kannst du jetzt im Grunde genommen jedes neue Ding draufknallen. Genau, ich hole mir einfach nur einen Ring. Ich versuch's. Also kann ich das einfach jetzt drauf schrauben und 16. dann wird es funktionieren? Oder wie? 16-fach. Also ein 16er Ritzel? Ja. Und dann passt das. Okay. Gut, dann. Und wenn ich irgendwie da nicht, nicht klarkomme, dann komme ich einfach nochmal vorbei. Alles toll. Genau. Was ist denn hier passiert? Weiß ich nicht, bin ich irgendwie gegengefahren. Oh,
Was ist das denn? Fett? Offen. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum du es nicht offen hast. Ach so, ist schon offen. Es ist ja eh jetzt im AA. Den Laden? Ah, hallo? Ja. Es gibt noch weitere Kunden. Nee, das ist kein Kunde. Das ist Patient. Das ist der letzte Kunde. Das ist Patient, Alter. Das ist der letzte Kunde. Da hast du nicht mehr zu löten, hoch. Danke. Auf jeden Fall. Das will die Fall raus, die Dinger. Ja, ich wäre auch vorsichtig gewesen. Nee, das fällt alles raus jetzt. Das muss jetzt liegen bleiben. Ey. Nicht anfassen. Hier ja, ganz. Nicht anfassen, wisst ihr? Ganz ja, ist ja gut jetzt. Ja, ganz cool bleiben. Kein Bier einkippen. Aber ich würde jetzt auch gerne mal wissen, wie das funktioniert. Wir sehen es doch jetzt. Wir haben noch einen YouTube-Channel. Okay. Genau, hebt doch mal die Kamera her. Ja, ist Tutorial. Jetzt haben wir hier wieder so ein China-Lager hier, so ein China-Freilauf. China, ja. China. So aber ey, was ich zum ersten Mal sehe, ist Kugelring. Wie geil ist das denn? Geil. Habe ich endlich mal dazugelernt. Qualität. Ey, normalerweise sind die Kugeln alle einzeln drin und dann noch viel mehr davon. Ja. Und das einmal oben auf der oberen Seite, auf der Innen- und auf der Außenseite. Jetzt hoffen wir das auf der anderen Seite auch. Es wurde professionalisiert, damit das nicht. Das glaube ich nicht. Pass auf, Jungs. Verstehen jetzt? Ja. Kugelring. Qualität? Qualität. Ist das ein Qualitätsmerkmal oder ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, letzte gute Frage. Pass auf, jetzt kommen die ganzen mit den Mikrometerscheiben hier, die müssen hoch weg. Und dann hast du hier die Klinken, die dafür die Ursache sind. Da. Ah, die Klinken. Der Spannring ist gebrochen. Der Spannring ist gebrochen. Ich hab's da drin gedrückt, dann kommt die raus. Zack. Ja. So, wie gesagt, das muss man im Grunde genommen kann man sowas selber auch biegen aus Draht, aber es wird vielleicht nicht so lange halten. Das muss ja schon von richtiger Draht sein. Vor allem, da muss man wirklich. Das ist ein Spannring, der konisch, also der hat auch eine. Na, eine Flachform, also dass er halt hat die er Spannung nicht. Hält. Dafür ist so billig. Aber er hat hier unten diese kleine Kerbe da unten, siehst du das? Da unten? Ja. Der ist vierkant, das ist der. Also der ist vierkantig. Aber sei nicht an meinen komplett rund? Nee. Ja. Oder doch? Doch, an einer Stelle auch. Der zweite Teil? Na hier. Das sind zwei Teile. Das ist einfach in der Mitte gebrochen. Irgendwie. Und der ist dann einfach gebrochen, ja. Ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Ja, das ist so richtig ausführlich. Dass so interessiert ist. Ja. Sieht man, der ist schön oval. Das ist super interessant. Nee, jetzt weiß ich, was das Problem war. Ja. Hallo. Und ganz YouTube weiß es auch. Ja, muss das sein. Was kriegt ihr jetzt fürs Abbauen mindestens? Für die Diagnose? Fünfer, der Rest ist Hobby. Der Rest ist Hobby-Teil. So habe ich dann nur einen Zehner. Ja, dann nehme ich gleich gewechselt. Boah, ich habe ja gerade einen Fünfer von den spendablen Herren nach vorne bekommen. Ich wollte gerade sagen, ja. Entschuldigung? Ja? Angenommen. Bitte doch. Kann ich mich für 5 Minuten an dieses Fahrrad erstellen? Wenn man fragt, dann darf man an das. An Fahrrad? Weiß ich nicht. Also an diesen, wo die Schläuche drin sind. Ja, aber nur 5 Minuten. Ich geh nur hoch und hol den Schlüssel. Sehr gut. Okay. Super, danke schön. Okay. Sollte ich nicht klarkommen, komme ich bei euch nochmal vorbei. Siehst du, wir haben voll die Ahnung. Der Rad ist. Hat er schon verbaut? Hier, ich hab's geputzt. Er hat's geputzt, du ja. Schreilaufritz. Pass auf, wie gesagt, das ist schwierig jetzt. Ja. Perfekt, super, danke schön. Bitte, ciao. Bis dann, ciao. Jetzt zeige ich dir das Video. Was die Aufnahme verwenden wir bei Tinder, ja? Was ich so. Jetzt überhaupt nicht witzig hier zu reißen, Alter. Du hast ja echt gute Laune, ja? Die Frau, die hört sich halt einfach genauso an. Okay, vielleicht kommt es dann in den Verlauf von Tommys Video. Die was meinst du denn Frau jetzt? Die Frau hat sich genauso angehört wie die Dame gerade eben. Wo ist denn rausgefahren jetzt? Stalkst du wieder? Was machst du denn jetzt? Ich will mir irgendwas zeigen, was ich gar nicht sehen will. Scheiße, das ist, das musst du durch jetzt. Also das ist Standard hier. Teil der Therapie. Ja, aber geil. Deswegen hat es auch funktioniert hier mit Schwerkraft, wenn ich so herhalte. Mhm. Ist er? Dann funktioniert er nicht. Genau, das kann sein, ja. Der ist nicht kaputt. Ja, aber kriegt man so einen Sprengring. Guck mal hier, der ist ja auch billig, den kannst du auch biegen. Ach, das ist auch durch. Das ist kein Federstahl. Nee, das ist auch. Das ist. Oder ist wirklich so beanspruchend. Wie alt wird denn das sein? Das ist nicht alt. Nicht? Nee, das ist nicht so alt, wie sie denkt, 5 Jahre vielleicht. Hier, kannst du ihr das nochmal. Ihre Schraube nochmal mitnehmen? Von ihr? Ja. Ist sie jetzt draußen oder was? Nee, die ist weg. hat sie leider hier liegen lassen. Mann, ey. Du kommst hier auch nicht mehr. Normaler, ey. Die kommt wieder, jetzt nur wegen dir und der Schraube. Ja, die Sonne.
Komm, willst du mir mal helfen, den aufbauen hier? Mach ich. Wenn wir noch eins lernen. Da noch mal drin, wirklich. Mensch, wir bestellen schon wieder. Drohne, du. Trink zu Hause Kaffee. Will ich, Marke. Guck mal hier. Über Steckachse drin. Zieh die Schippe runter. Oh, Mann, eine MC1 ist das, Alter. Eine kleine MC1. Mission Control 1. Wie, du ziehst fest und es ist das Lagerspiel eingestellt? Nein, das ist eine Einheit. Ach so, ja, perfekt. Kann nicht kaputt gehen, wa? Ja. Schraubverbindung weniger. Ja, nicht nur. Muss ja nicht gehen. Ich weiß. Ich nicht, nein, das ist Qualität, weil ich selber entwickelt ist das Ding. Hi. Was gibt's? Ja, ich wollte was fragen zu meinem Fahrrad. Jo. Ah, festlegen. Walle, komm gleich. Walle, kommt gleich. Ja. Komm gleich. Walle ist gleich da. Ja, ja. Gleich da, gleich. Hey, wo geht's denn? Hat er bezahlt, wa? Hat er. Spende wäre ja für nichts. Spende ist ja so. Spende ist ja gratis. Spende macht dafür umme. Glocke funktioniert. Und ja, wo warst du denn schon überall? Nirgendwo, weil. Siehst du, ich schon. Nee, ja, jetzt hebt er an. Nee. Boah, ist das geil. Boah, ist das Hammer. Boah. Warte, Alter. Ich kann. Oh, Steuersatz. Okay, ja. Warte, wo ist die Rotze? Ja, ja, was ist die Kontert? Oh, oh. Geh weg. Geh weg. Ich geh weg. Guck mal, wie die arbeitet. Die Bremse, wie die arbeitet da unten. Nee, das ist der Steuersatz. Die Bremse da unten. Was, aber guck doch mal, die Bremse da unten. Ja, das ist normal. Ja, bei dir wird am Steuersatz zu spüren, ja. Jut, reicht mal. Ja, mach mal. Jetzt besser. Drin. Jetzt besser, aber noch nicht perfekt. Ja, das kannst du mit mir vergessen. Hör auf, die drehst du noch ab. Nee, nee. Das ist noch jetzt kein Spiel mehr. Machst du mal das nächste Rad? Ja. Ich glaube, das ist meine Größe hier, oder? Hast du zwei bestellt? Na, eins in deiner Größe und eins in meiner Größe, echt? Mann. Ja, Mann! Oh, ich fass hier nicht. Was geht denn? Na schön, Steuer hat es eingestellt, aber man kann das Lenkrad nicht mehr drehen. Lichter, Tobi, haben wir Lichter? Blue Lights, I'm so sorry. Solltest du dich schämen, Alter. 1800 Kilometer, wie lange braucht man dafür? Nach Kalabrien? Ja. Ja, ab! Abmarsch! Fahr, hast du ein Zelt dabei, aber? Ja. Geil. Aber sonst zu viel Kram. Kann ich was bei dir lassen? Nein, kannst du nicht. Mein Soli ist fertig. Ich fahr bald los. Ich habe ja noch extra Licht geholt. Nee, ist nicht. Muss der Bremse einstellen. Oh. Ich dachte, wir eingestellt, aber ich glaube, nachdem wir da dran rumgedreht haben, ist es wieder verstellt. Nein, ich will nicht noch eins aufbauen. Nein, was für eine Höllenarbeit. Goodbye, Material! Die Kabel ist doch der Hammer! Welche Größe hast du da? Welche Größe hast du? Das ist nochmal 100. Das hier mal in zweite Riverside. 100. Riverside, hey, Motherfucker. Riverside. Riverside. Motherfucker. Kennst du den Song? Na da, Riverside. Motherfucker, sagt er dann. Ich ertrag das nicht. Fahr du erinnerst dich. Mach YouTube-Channel und dann werden sie rich. Riverside. Nee, YouTube-Channel mach ich bestimmt nicht. Nee, weil das ist ja. Das machen ja nur, Asseln. Ja, voll die Sprallos. Die Sprallos, ey. Sterne, da bist du doch hier. Hinterher machen sie Werbung noch für B-Twin, genau, oder sowas.
Das ist der Punkt, da müssen wir hier versklaven. Stell mal vor, du musst dich vorhin mal ein bisschen größeres Problem ist, wenn es anfängt zu regnen. Ich hab's gesagt. Keiner hört. Anfängt zu regnen und jetzt keiner hört, was? Anfängt zu regnen. Warum hört der auf keiner? Sag's die ganze Zeit. Eben, hört auch keiner zu, genau wie der. Das ist ey, Schütz meins oder was? Ja. Hey, Moment mal. Guck mal, welches ist unten dran. Mach mal fest. Was ist denn das? Eine 8? Wow. Na klar, meinst du wieder 80? Ja. Oh, Hämmer rein. Mach mal hier dick. Die Schelle rein. Was mal hier? Ein bisschen Schelle rein. Was ist die Schelle? Die Bauernzüge sind auch dran. Ja, noch. Die Kurbeln müssen festgezogen werden. Das ist eine. So witchy dat. Switchy witchy dat. So, Wichi, da ich hab überlegt, ob ich mir das neue Need for Speed hole. Oder ich zock den Winter oder ich fahr mal ein bisschen Fahrrad. Wonderson. 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 Ja, bei einer Einfachfelge lässt sich leichter zu empfehlen. Riverside. Oh ja, ein bisschen ist noch. Die müssen ab einfach, die Aufkleber müssen einfach ab. Ja, dachte ich mir bei meinem Soli aber auch. Beim Soli muss es auch nicht unbedingt drauf gehen. Muss ja auch nicht jeder wissen. Ja. Bei B-Twin ohnehin, nicht dass mit inner Ripped oder so. Ja, eben, weil Verkaufstalent. Das ist voll geile Scheiße. Das ist voll die geile Scheiße, ja. 50 Euro mit Fahrrad verkauft. Weißt du, die besten Kunden sind meine, weißt du, 50 Euro Fahrrad, ja, ich geb Nummer, ja. Ja. Das sind die besten Kunden, ja. Da bin ich aber froh, wenn ich vorbeikomme. Kannst du wieder. Kriegst du wieder vom Valentin Sachen als. Ja, und dann kostet das nicht, dann achten sie auch nicht drauf und dann ist das Ding gleich wieder tot. Ja. Ja, gut, ich hab's ja auch gefunden. Ja, aber Fuffi, was ist denn das? Das ist ja nicht mal ein cooler Steuersatz. Na eben, Fuffi ist halt nicht. Stoß, den Stoß muss, der muss verschliffen werden. Ansonsten raspelt der hier mir die Bremse weg sofort. Hier. Hätte jetzt schon Bremsbelag drin. Hörst du doch? Ja. Super dicke Raspel. Jetzt mal was gegenkommt, aber kriegst du auch anhängen da hinten. So, es dauert noch bis Donnerstag. Bis jetzt soll das andere halt. Okay. Dein Rad. Ja, vor allem mit einem Kettenplattform, richtig geil. Diese Kettenführung habe ich für Inlager fast bestellt, die 12,66 €. Na, ja, er kommt jetzt ins Inlager. Läuft, er? Ja, läuft. Ja. Wie wird man es jetzt beim Bremsen merken? Doch noch? Einfach mal einen Bremsbeläge tauschen und dann höchstens, wenn du bei Alu bist, wenn du auf Metall bremst. Dann werde ich den Eimer rumraspeln. Ja. Eins, zwei, drei. Hä? Die letzten müssen wir mal ausgehen. Also präzise ist das nicht so richtig. Ja. Eins, zwei. Ne, ja, läuft schon. Bremst mal kurz. Bremst mal. Ja, ist eingestellt, der. Ja. Geht nicht weiter, ja. Lass mal. Ja. Ach, das ist okay. Hat ja gut gemacht, wa? Also für eine Voreinstellung ist ja. Das nicht schlecht. Was für ein Schnitt. Kannst du gut mit vollen Bullen abhauen, wenn du willst. Passt zu meinem Anzug heute. Und jetzt bricht alles schwarz. Schwarz Rahmen einfach. Wir hatten den Lenker gerade im Arm, ne? Ja, jetzt bricht alles. Festzeigen gemacht nur. Wir hatten den Lenker gerade im Arm, ne? Festzeigen gemacht nur. Wo ist denn das alles? 6 mm ist auf dem Tisch. Drehtisch, wa? Viel zu groß, wo haben wir so Drehtisch, wa? Die haben Großkunden da, deswegen. Ja, also das geht ja. Die haben Großkunden. Ja, also das geht ja.
Mit so viel Liebe eingestellt. Ich würde gerne mal. Das ist nur, wenn die Stütze ist. Ich habe ja den Steuersatz hier. Ja, schon gut. Jetzt noch brauchen wir einen Steuersatz. Naja, wenig, nee, ja. Ich habe ja eben bestellt. Ui, ist das groß. Schön lang gezogen. Boah, ich fürchte, die Kette knallt. Beim ersten Mal antreten. Was denkt ihr denn? Wie lange hält denn so ein Rad? Hä? Schaffen wir damit einen Tag durchzurocken? In den Rockies? Oh. Ein Tag auf alle Fälle. Ich steck mal ab. Guck mal, ob es das was macht. Boah, ey, Alter, wenn du das jetzt abbricht, da ist dein Bein hin. Du bist halt nur das preisgünstigste Cross-Tracking-Rad und unser Sortiment ideal gleich gelegentliche Fahrten. Gelegentlich, bloß nicht so viel. 100% Stahl. 100% Stahl. Nur dem X-MTB, nicht für Einsatz geeignet. Maximalgewicht 120 Kilo. Hui, da bin ich aber knapp. Ja. Plus das Fahrrad selbst. Plus das Fahrrad, immerhin, das ist schon mal nicht schlecht. 15 Gewicht wiegt. Also wir fahren damit kein MTB. Wir machen damit keinen MTB-Einsatz, okay? Wir fahren damit Straße, urban und 36 Speichen. Duro Cordoba. Die Reifen. Cordoba ist ein Ort, wo man Grand Land Rovers kaufen kann. Vollachse. Stimmt! Ja. Stimmt, die haben eine riesen Halle. Ich weiß Bescheid, du weißt nicht. Eine Lendi-Halle. Ey, ich hab das auch von meinen Informanten, ey. Maximale. Oh, schlecht, schon wieder da jetzt. Ja, das stellt sich noch ein bisschen nach. Erstmal entspannen. Da müssen wir Werkzeug mitnehmen. Ja, auf jeden Fall, ja. Alle, die kompletten Koffer ist dran. Nicht dran. Wirklich. Scheiße. Ist ja nischt. Nee, ich wollte ja lieber mein Soli nehmen, aber. Nee, na, sag mal, bist du irre? Nein, hier. Alter, voll Teambikes, ey. Wir sind voll die. Boah, wir sind voll die. Ey, voll die Assis mit den Chase Drecksbikes, Mann, das geht doch nicht klar. Mann, komm, Drecksrad, was soll denn das? Dann schreiben wir Q-Prof und dann wartet, ey. Nee, wir schreiben Leute. XTR drauf, das wartet. Ne, XTR, das macht's. Ja, es gibt eins mit Kabel für 10 Euro. Hier, warte. Pimp mal dein Rad. Ja, hier, für 10 Euro gibt's. RFR mit Kabel. Funk? Nee, Funk gibt's auch. Ist es Funk? Ist es besser? Nee, ich brauche mehr Akku. Also dann das günstigste. Das ist mit Sigma, Alter. Sigma? Sigma. Sigma Sport. Nee, guck mal hier hoch. Wie dick sind die Umwerfer? Einfach und das war E14 im Lager. Also manchmal verarschen die mich auch mit den Angeboten hier, das ist ganz krass. Dass es eigentlich ein Angebot wäre, ist es aber gar nicht und so weiter und so fort. Hey Mann, das ist eigentlich ein Angebot. Aber da haben sie es einfach nur runtergesetzt. UVP einfach utopischer Preis, vorgeprägt und Steuersätze voll integriert. Quali. Ich mach die Quali. Ich qual auf Schwöri. Echt? Quali? Oh, der ist kaputt. Kaputt? Nee. 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 Klick mal rein, Junge. Oh, oh, fuck. Ist das kaputt gemacht? Nee, geht noch. Die Kreis ihn raus. Ist ja mein Rad hier. Ja, jetzt schauen Sie mal, kriegst du dicke Augen hier. Ja, ihr fleckt doch richtig. Und dann noch richtig Dreck von später. Jo. Hab ich noch nie gesehen, so mit so einem Flicksystem. Mal gucken, ob ich für dich auch noch welche finde. Echt, ey. Geile Scheiße. Ja, stimmt, wo ist der überhaupt? Das ich rostet hier, dieser Gubinupsi für oben drauf. Der fehlt auch. So, also ich habe jetzt meine Reflektoren hier dran. Hier. Da habe ich eins zum Klicken, habe ich noch nie so gesehen in der Form zum Randklicken, aber ist ganz praktisch. Und vorne die Schrauben hier. Da so kannst mit. Du aber auch Reflektor testen. Gib mal Kreuz. Warte, hat den da? Kreuz bitte. Das klassische System, Kreuz. Willst du mal aufs Kreuz nehmen? Den hier, den kleinen? Ist ja okay. Ist ja okay, Digga. Ist ja okay. Ist okay, Digga. Läuft bei dir. So. Aber nicht mit dem Hund. Da läuft nicht mit dem Hund. Ah, super.
Hast du gut gemacht. Und reicht es überhaupt darüber? Also jetzt erstmal, ey, das ist so richtig genial. Richtig genial. Was für ein Testrad, ey. Was für ein Bolide. Sag doch mal, ehrlich, was ist denn da? Was geht denn? Boah, da machen wir so ein bisschen geil so Slow-Mo-Aufnahmen draus, so wie die so Walle springt. So, Quatsch. Ja, hey, der kommt da hin. Hier. Oh, ey, Kaps, ich mach's hier unten ran. Die passt da nicht drin. Ist zu was? Hast du die falsche Schelle? Ist zu fenn, ist zu fenn. Ja, ist zu dünn, dann ist es die Schelle von vorne. Hier vom Lenker. Ich hab hinten die gleichen. Was, echt? Von vorne und hinten die gleichen. Frischkopf. Mach mal die Bremse ran. Mach doch da ran hier, direkt. Direct Mount. An die Achse, ja genau. Ja. So. Da oben ran. Da. Aber nicht abtreten, denn. Nö, okay. Okay, na gut. Ich mach ne Winnie, okay. Ich mach Winnie, ja. Ich mach ne Winnie. Ich mach aber Bremse dann dicke, ja. Hier mal schmeiß ich die Bremse so dran. So. Porno, Alter, fast schon Tuning. Aber wenn das mal nicht in der Dings dann bleibt. Ich komm, ich war eh da. Ist schon fest, oder? Ja, ist schon fest, Digga. Ja, nicht, dass es abprellt. So, Schmutz. Nee. Schmutzfänger. Ey, nicht so richtig. Schmutzgarten. Wie wär's mit ich war gerade Indien? Ich war indisch. Gerade Indien. Ich war auch schon mal indisch essen. Ja, indisch würde ich sagen. Oh. Schmeiß dir mal lieber weg hier. Ja, festhalten hier. Naja, dann ist das hier umkippst noch. Die kann ich nicht brauchen. Ja, ich fahr mal nach unten. Gib mal Licht, 800 Euro Licht dran. Ja, und dann machen wir aber nochmal hier Licht machen wir nicht dran. Licht ist dran. 800 Euro. Wir fahren, Licht. Ey, wir fahren im Hellen, ja, ist ja klar. Ich wollte also Sonntag. Ja. Ja? Ja, Sonntag im Hellen. Ah, oh, im Hellen. Das finde ich gut. Passt nicht mit Hellen. Im Hellen. Oh, der passt hier nicht rum. Mann, hier soll der rein. Ja, ist ja gut. Ja, nee, ich hab mir die geholt, die Lumo IQ irgendwas, 80 Lux, die SDVO höchste Zahl, die man kriegen kann, glaube ich. Ja. Gut, danke. Oh, jetzt hängt mir nicht das Telefon dran. Hallo, hallo Motto. Yeah. Fett drin. Oh, die bremst aber richtig gut. Die Bremsen sind voll schwammig, merke ich jetzt schon. Ich mache aber erstmal ein paar Wheelies dann. Nee, machst du nicht. So, erstmal machen wir Neujahrisch mit den Rädern, machen wir nämlich dann am Sonntag. Ein Stück tiefer, wa? Stück tiefer. Das ist ja, das war schon. Nicht, weil ich Probe fahre, so, das war hart. Mehr können wir im Rad ja nicht für gelegentliche Fahrten. Ja, das musst du jetzt wieder absteigen. 20 Kilometer, das ist 120er. Das ist aber noch richtig Fun mit dem Ding, richtig Spaß. Oh. Hab mal richtig Spaß mit der Familie, das ist Maß. Ja. Oh ja. Hat er gebremst in seiner Werkstatt. Kannst du mal das Präzisionswerkzeug da unten wegräumen? Eine Spange dazu, eine Präzisionsspange. Mann, Präzisionswerkzeug. Oh, oh, was haben wir denn hier? Ein Kohleschlüssel nehme ich. Gib mal her. Hey. Da muss ja noch einer sein, hast du schon einen hingesteckt. Wo ist der denn jetzt hier? Und bis nach Berlin. Und dann ist er wieder nach Anfang diesem Jahres nach Rumänien gefahren. Lorenzo, wie ist der Typ? Wir haben heute wieder viel gelernt. Und dann kamst du irgendwann. In Findien. Ich würde es gerne auch Findien. Also es gibt viele Möglichkeiten und viele Momente unterwegs, wo man halt was lernen kann, wo man was erlebt und wo man jetzt gar nicht weiß, was passiert, weil es halt also irgendwann kommt die Tour. Die Tour kommt. Halbes Leid. Ich sollte hier zum Mitnehmen. Warum bin ich für dich eingespannt? Hier, Valentin, das ist dein Bordwerkzeug. Ich gebe dir dieses Werkzeug. Ja, halt, nee, das bleibt da hängen. So. Valentin ist glücklich mit seinem Bordwerkzeug.
Das braucht man ja auch. Müssen wir ja mitnehmen. Weil damit kann man ja letztlich das ganze Rad, und wir reden von diesem Rad, von diesem wunderschönen Rad, kann man denn zerlegen. Also ich sag mal tschüss, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.